Eine Mutter in Angst sucht die Hilfe von Kriminaloberkommissar Manuel Wenner und Kriminalkommissar Max Hagen. Ihr Sohn ist nach einer Videobotschaft verschwunden. Hallo Mama, ich komme heute ein bisschen später nach Hause. Ich muss noch was erledigen, aber ja, ich habe die Lösung für unsere Probleme, da bin ich mir ganz sicher. Das ist jetzt die Nachricht, die Sie von Ihrem Sohn bekommen haben? Das ist die Nachricht, die ich von Ihrem Sohn bekommen habe. Irgendeine Textnachricht noch dazu? Setzen Sie da mal hin, erzählen Sie doch jetzt mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Versuchen Sie sich zu beruhigen. Jetzt noch mal von vorne. Wann haben Sie Ihren Sohn das letzte Mal gesehen? Ja, also er ist heute Morgen aus dem Haus und ist zur Schule gegangen und sollte eigentlich mittags wieder zurückkommen. Und er kam nicht. Ich habe stundenlang gewartet und dann kam plötzlich diese Nachricht. Ja, aber diese Nachricht, die wirkt doch ganz glücklich und zufrieden. Er wirkt ja nicht irgendwie verängstigt oder was, gar nicht. Der lacht ja dabei. Er meldet sich aber nicht. Er geht nicht in sein Handy und mein Sohn hat sowas noch nie gemacht. Er hat, ich habe die Urlaubskasse im Flur war offen und er hat 500 Euro da rausgenommen. Was für eine Urlaubskasse? Mein Sohn ist 11 Jahre alt. 500 Euro aus unserer Urlaubskasse. Ich verstehe das gar nicht. Mein Sohn Louis ist so ein verlässlicher, vernünftiger Junge. Und wenn er Geld gebraucht hätte, dann hätte er mich gefragt oder mir das vorher gesagt. Ich kann nicht verstehen, dass er einfach 500 Euro aus der Urlaubskasse genommen hat. Ich habe so Angst, dass er da in irgendwas Schlechtes abgerutscht ist. Er spricht in dem Video von Problemen. Was für Probleme meint er damit? Ja, unsere finanzielle Situation ist ziemlich begrenzt, also beschränkt. Ich habe nicht so viel Geld und Louis Vater zahlt kaum Unterhalt. Es ist im Moment alles ein bisschen schwierig. Nach der Scheidung mussten wir eine ganz kleine Wohnung ziehen. Und ja, ich kriege das schon hin, aber es ist halt gerade einfach ein bisschen schwierig. Können Sie sich vorstellen, was er meint mit, ich habe eine Lösung für unser Problem? Was meint er damit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Die Kriminalpolizisten mutmaßen, dass der 11-Jährige Geld für sich und seine Mutter beschaffen will. Warum er die Ersparnisse aus der Urlaubskasse genommen hat, ist den Ermittlern noch ein Rätsel. Ein Hinweis der Frau führt Manuel Wenner zu einem ungewöhnlichen Verdacht. Schauen Sie, ich habe so eine Zeitung lag in seinem Zimmer. Ich dachte erst, es wäre Altpapier und ich weiß nicht. Ja, die sieht ziemlich alt aus. Ja, ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, keine Ahnung, aber. Darf man sehen? Ja, an dem Fall kann ich mich erinnern. Du weißt, was du? Nee, mir sagt das gar nichts. Oh. Der Plattier Goldbach hat über Jahre Steuern hinterzogen. Der Schaden 60 Millionen. 60 Millionen. Nach dem Geld wird immer noch gesucht. In dem Jahr wurde ich geboren. Ja, 80. Aber der hat noch jahrelang Wellen geschlagen, weil das Geld ist immer noch weg. Das wird immer noch gesucht. Diese 60 Millionen D-Mark? Ja, richtig. Gibt es hier irgendwelche Hinweise darauf, wo der Schatz sein könnte? Da steht nur was von begraben eventuell. Aber ansonsten keine konkreten Hinweise. Damals wurde spekuliert in alle Richtungen. Das ist also noch total offen. Der Junge sucht womöglich in einem Wald nach den Millionen. Die Kommissare inspizieren das Video noch einmal auf Hinweise auf seinen Aufenthaltsort und entdecken ein wichtiges Detail. Was liegt denn hier im Hintergrund? Elektro Jensen. Kommt die Tüte aus Ihrem Haushalt? Nein, sagt mir auch nichts. Ja, ich könnte aber was damit zu tun ist haben. Ist jedenfalls keiner von diesen typischen Großmärkten oder sonst irgendwas, wo Elektro. Wollen wir einmal googeln? Die liegt auch so abgestellt da. Das ist nicht weggeschmissen. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie ruhig mit, Frau. Die Ermittler wollen die Inhaberin des Elektroladens zur Befragung auf die Wache bitten. Der 11-Jährige ist mittlerweile seit 5 Stunden nicht mehr erreichbar. Ich verstehe immer noch nicht, auch warum mein Sohn das Geld genommen hat. Was will er denn mit dem Geld, was wir so hart für den Urlaub gespart haben? Ich wollte mit ihm ans Meer fahren und jetzt weiß ich noch nicht mal, wo er ist und er meldet sich nicht. Wir schauen, dass wir Ihren Sohn finden, okay? Dass er tot im Wald liegt. Ja, guten Tag, hier ist Manuel Wender von der Kripo Duisburg. Elektrofachgeschäft Jensen, sagen Sie, mit wem spreche ich? Ja, ich bin die Inhaberin. Mein Name ist Sigrid Jensen. Die Vermutung der Kommissare? Mit dem Geld aus der Urlaubskasse hat der Sohn im Geschäft etwas für die Suche gekauft. Die Befragung der Inhaberin macht klar, was genau er vorhat. Hallo, guten Tag, Frau Jensen. Ja, hallo. Manuel Wender von der Kripo Duisburg. Wir haben miteinander telefoniert. Ah ja, Max Hagen. Ja. Ganz toll. Ich will Ihnen mal ein Video zeigen, bitte. Ja, gerne. Darum geht es eigentlich nur. Bitte. Das ist ein Junge, der ist verschwunden. Ja. Und wenn Sie das hier hinten sehen, gucken Sie sich das auch wir vermuten. Genau. Das sind ja unsere Typen, wenn ich das genau. Machen Sie mal ein bisschen, kann man das größer sehen? Ah
Besser kriegen wir es leider nicht hin. Jetzt ist es relativ scharf. Ja. Also, wir konnten deutlich Ihre Tüte erkennen. Sie sagen unsere Tüten? Können Sie sehen, was da drin ist? Nee, ne? Ich sag mal, ein Staubsauger oder sowas. Nee. Aber es hat sich, ja, das könnte sein, dass diese kleinen Metalldetektoren da drin sind. Die habe ich gerade günstig erworben. Metalldetektoren? Ja, und die sind jetzt im Angebot, habe ich einige verkauft. Was und, heißt im Angebot? Die kosten 49 Euro, sind jetzt im Angebot und die sind in der letzten Zeit auch gut verkauft worden. Die Inhaberin des Elektrofachgeschäftes konnte uns sagen, dass dieses Metallsuchgerät tatsächlich in ihrem Laden gekauft worden ist, allerdings nicht von dem Jungen, der gesucht worden ist. Da war auch gestern in dem Alter ein Junge bei mir. Der hat so eingekauft, tatsächlich. Aber es war nicht dieser Junge. Ein Junge in dem Alter? In dem Alter. Aber nicht dieser, das wissen Sie nein, genau. Nein, nein, nein. Definitiv, der war es nicht. Nein, der war das nicht. Okay. Also der sah anders aus. Kann aber es vielleicht sein, dass es... Ja. Das war er. Das war der Junge. Das ist Felix Baumer. Das ist ein Schulfreund von meinem Sohn. Der war da bei mir im Geschäft gestern. Aha. Okay, jetzt bin ich mir ganz sicher, dass da irgendwas nicht stimmt. Weil dieser Felix, ich mag den überhaupt nicht. Aha. Der Junge ist sehr verschlagen und unehrlich. Er hat meinen Sohn bestimmt in Schwierigkeiten gebracht. Und dann, was wollen die mit Metalldetektoren? Ja. Haben die irgendwas gesagt, was er vorhat oder sowas? Nein. Naja, Detektoren nimmt man für Schatzsuchende oder Müllsuche. Wenn Sie sagen Schatz, da fällt mir noch was ein. Der Junge ist rausgegangen und hat telefoniert. Und in dem Moment sagt er, bringe morgen bitte die Schatzkarte mit. Und wir treffen uns im Stadtwald. Im Stadtwald? Ja. Sind Sie ganz sicher? Ganz sicher. Da es bald dunkel wird, fordern die Kriminalbeamten einen Spürhund an, um die Suche nach den 11-jährigen Schülern zu beschleunigen. Der Sohn und sein Freund sind nach wie vor nicht über ihr Handy erreichbar. Ihnen könnte schon vor Stunden etwas zugestoßen sein. Louis! Wir haben jetzt den vereinbarten Einsatzort erreicht. Frage, stehen die anderen Einsatzkräfte schon? Haben Sie die Zeitung nochmal? Ja. Die anderen Einsatzkräfte sind bei den anderen Zufahrtsstraßen des Stadtwaldes. Das hatte der Junge heute vor mit einer Hand. Ebenfalls jetzt auf den Weg. 32:16 hatte. Dann gehen wir jetzt los mit dem Dunsthundeführer Richtung Stadtwald. Bitte. So, ja. Machen Sie schnell. Wir machen eine Polizeikette. Linke Begrenzung der Weg, rechte Begrenzung der Wald. Wenn ihr reingehen würdet und dann gehen wir hier ab, bis der Hund irgendwas gefunden hat. Der Stadtwald grenzt an ein großes und unübersichtliches Gelände. Der Spürhund führt den Suchtrupp zu einem Fund. Der verheißt allerdings nichts Gutes. Oh mein Gott, das ist Blut. Sehen Sie, ich hab's gesagt. Ja, beruhigen Sie sich. Ja, wir sehen, dass das stimmt. Manuel. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich denke schon, dass das Blut ist. Ja, tatsächlich. Ja, das könnte Blut sein, ja. Louis! Kann der Hund hier dran noch mal riechen, ob er eine neue Fährte findet? Louis! Wir haben ganz viele Polizeikräfte, wir haben einen Rettungswagen in Bereitstellung. Wir müssen jetzt nur noch etwas Geduld haben und dem Hund vertrauen. Ich habe aber keine Geduld. Mit dem Blut, das kann alle möglichen Ursachen haben. Vielleicht ist er gestürzt und hat sich das Knie aufgeschrammt. Jungs, schrammen sich das Knie so auf. Ich hoffe, das ist wirklich nur das. Ja. Bitte beruhigen Sie sich, Frau Wegner. Und das ist Felix. Das ist der Felix von Louis? Ja! Stehen bleiben! Polizei! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Hier geblieben! Einmal mitkommen, Dick! Bist du Felix? Ist er das? Felix! Lassen Sie mich los! Wo ist mein Sohn? Wo ist Louis? Das weiß ich schon, ich weiß nicht, wo dieser Dreckskerl ist. Was ist das für ein Blut? Dreckskerl? Wahrscheinlich weiß ich nicht. Was ist das für ein Blut? Wir sind auseinandergegangen und das war's. Das Blut. Was ist da vorgefallen? Was heißt ja, wir sind auseinandergegangen? Wie siehst du denn aus, Mensch? Was ist denn passiert? Es ist was ist passiert? Gemacht? Wo hast du Louis das letzte Mal gesehen? Ich weiß, woher soll ich wissen, wo der Penny ist? Wann und wo hast du Louis gesehen das letzte Mal? Ich weiß nicht, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Los, raus mit der Sprache. Sein. Was ist das? Was heißt, ist nichts passiert? Was ist das? Was ist das denn? Frau Wegner. Mehrere hundert Euro. Das muss das Geld aus der Urlaubskasse sein. Wo kommt sein. Das Geld her? Ja, mit Sicherheit. Ja, okay. Von irgendwo. Das ist von zu Hause. Mann,
Hör auf, so einen Tülüf zu schnacken. Woher soll er denn sonst das Geld haben? Wir haben das Geld, wir haben das Blut. Wir wollen jetzt wissen, wo Luis ist. Ich weiß, wo Luis ist. Sie haben das Geld wahrscheinlich von Luis. Ne? Warum hast du das Geld? Ich weiß nicht, wo Luis ist. Ich glaube, das hat keinen Sinn. Könnt ihr ihn bitte an die Wache bringen? Ja, ruft die Eltern an. Ja. Aber die sollen noch nicht losgehen, bevor wir da sind. Okay? Alles klar, gut. Könnt ihr das Geld mitnehmen? Genau. Okay. Alles klar, komm her, Luis. Dann lassen wir den Hund jetzt noch einmal riechen, oder? Dann nehmen wir den Hund noch mal mit. Ja. Wir sind auf der richtigen Spur. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen. Felix aber auch nichts sagen wollte. Ja, ganz vorsichtig. Da ist mein Sohn! Lass Luis! Luis, alles gut? Ja. Ah, da haben wir ja dieses. Oh Gott, du bist doch an einem Stück. Ich hab mir so Sorgen gemacht. Kannst du aufstehen, ne? Ja. Luis, kannst du aufstehen? Wie geht es, Luis? Ja, ist schon okay. Hast du noch irgendwelche Verletzungen? Nein, aber... Kannst du stehen? Kannst du gehen? Was ist passiert, Mensch? Was mit deiner Nase passiert? Was ist das, was hast du hier gemacht? Felix hat mich richtig reingelegt, das Ding Arsch. Der meinte, Schatzkarte von irgendeinem Goldbach. Er meinte auf jeden Fall, dass wir dann so ein spezielles Metallgerät, dass wir den für 1000 Euro irgendwie was holen müssen und jeder 500. Felix hat ihm weisgemacht, dass der Metalldetektor 1000 Euro kostet. Jeder wollte nun 500 Euro beibringen, um sich diesen Metalldetektor zu kaufen, um den Schatz zu finden. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass dieser Detektor nur ca. 50 Euro gekostet hat. Das ist natürlich dann rausgekommen und offensichtlich ist es dann zum Streit gekommen. Strafrechtlich liegt hier natürlich eine Straftat vor, Betrug. Da Felix aber noch als Kind gewertet ist, da er unter 14 ist, ist er strafunmündig. Wir schreiben sozusagen nur eine Meldung ans Jugendamt und die Familie wird durchs Jugendamt betreut. Okay. Ich dachte halt, so, wenn wir den Schatz haben, dass wir dann irgendwie ans Meer fahren können oder so. Ach Schatz, aber wir haben doch in der Urlaubskasse schon Geld gehabt und ich kümmere mich doch drum. Ich weiß, es ist gerade alles ein bisschen eng mit dem Geld, aber ach Mann, was machst du denn für Sachen? Kannst du zurück bis zur Straße laufen? Ja, ich glaube, das geht schon. Wollen wir dann mal versuchen, rauszukommen aus dem Wald? Aber ich bin erleichtert. Der 11-jährige Freund des Sohnes hatte den alten Zeitungsartikel entdeckt und seinen Mitschüler daraufhin zu einer Schatzsuche im Wald überredet. Der Sohn wendet sich von ihm ab und verbringt einen schönen Urlaub mit seiner Mutter.